Ja, das war nur ein Beispiel für die vielen Möglichkeiten, die man mit dem neuen Command-Block in Minecraft hat. Die Item-ID 137 sieht so aus. Kann nicht gecraftet werden, kann auch nur von Serveroperatoren gesetzt und bearbeitet werden. Das macht ihn natürlich zu einem optimalen Tool für ja, Map-Erstellung oder Server-Hosting. Und was der so kann, das wollen wir uns heute mal kurz anschauen. Und zwar reagiert er auf Redstone-Signale und löst dann quasi Konsolenbefehle aus. Wie zum Beispiel hier den Spawnpunkt zu setzen. Also Spawnpoint an die Koordinate x, y, z. Dafür gibt es noch, kann man noch auswählen, wen man da, wen es betreffen soll. Zum Beispiel die Person, die am nächsten zu diesem Block steht. Irgendeine Person oder alle Personen auf dem Server. Ja, ich klicke das also, mein Spawnpoint wird nach dort versetzt. Was sehr praktisch ist für ja, alle Server eigentlich. Dann kann man natürlich diese Spielereien benutzen. Es gehen alle Befehle, die im Vanilla Minecraft eben so gehen. Dann wieder Tag machen. Ein Teleport ist möglich, sehr praktisch. Man kann zum Beispiel das Wetter ändern mit dem Knopf. Oder sich XP geben. Für Adventure Maps sehr interessant. Als kleine Belohnung, wenn man eine Stage geschafft hat oder sowas. Dann kann man natürlich den klassischen Gift-Befehl benutzen, sich hier ein Goldschwert geben lassen oder ein etwas modifiziertes Goldschwert. Das hat jetzt die Abnutzung minus 30.000, also man muss es 30.000 Mal benutzen, bevor es anfängt, überhaupt die normalen Benutzungen zu verlieren. Also extrem haltbar. Dann gibt es solche kleine Spielereien, die habe ich mir mal so überlegt. Zum Beispiel könnte das hier eine Jump Stage sein, irgendwo am Ende von einer Adventure Map oder sowas. Oder einfach nur als Sicherheitspunkt. Man versucht hier diesen Sprung zu schaffen. Wenn man ihn nicht schafft, wird man wieder nach vorne teleportiert. Ja, und ja, diese Tripwires, die gehen einfach nur runter zum Command-Block. Der teleportiert den nächsten Spieler hier hin. Ein weiteres Anwendungsbeispiel steht hier. Das ist ein Schnelligkeitsparcours. Man muss im Prinzip nur so schnell wie möglich den Knopf dort hinten drücken. Man startet das Ganze hier. Ja, ich war zu langsam, habe es nicht geschafft, wurde dann weggeportet. Ob ich diesmal schneller bin. Ja, diesmal hat es geklappt. Meine Belohnung kommt. Ein Keks. Weitere Anwendungsmöglichkeiten. So sinnlose Sachen wie dieser Knopf, den man nicht drücken soll. Den drücke ich aber trotzdem. Ja, jetzt bin ich in der Glaskiste gefangen. Kann nichts machen, weil mein Game Mode geändert wurde. Und zwar in Adventure Mode. Ja, wurde teleportiert und stecke sozusagen fest. Okay, ich habe mich mal wieder befreit. Wird mal gerade mein Inventar leeren. Schauen wir uns den nächsten an. Überlebe heißt es einfach. Was wohl damit auf sich hat, eine Enderperle. Aha. Also ich denke, ihr wisst schon, was man da machen muss. Jo. Ja, das war das. Dann könnte ich noch solche Spielereien machen wie Kommandoblöcke sind doof. Und dann wehrt sich der Kommandoblock, weil der Kommandoblock kann auch sprechen. Einfach say nein und dann wird der Spielername hier genannt. Khalil ist doof in meinem Fall. Und den letzten hier, den haben wir ja am Anfang gesehen. Man wird hier in diesen Raum geportet. Hier ist jetzt alles zersprengt. Hier stand füttere mich, hier waren Pressure Plates, die haben das TNT von oben gezündet. Da war das drin. Ja, dann wirft man also ein Item hier rein. Unten ist eine Holzdruckplatte. Wird rausgeportet dank einem weiteren Command-Block. Das wären dann erstmal alle Ideen, die mir so am Anfang in den Sinn kommen. Euch fallen bestimmt noch weitere ein. Sie sind zahllos. Vor allem, wenn noch andere Plugins damit angesteuert werden können. Zum Beispiel World Guard oder World Edit oder sonstige Dinge. Dann wird es echt interessant. Aber warten wir mal ab, was da so kommt. Und ja, lasst mich doch mal wissen, wenn euch noch was Cooles einfällt, was den Server irgendwie cooler machen könnte. Oder was könnte gefährlich sein und so weiter. Schreibt es mir in den Thread, der ist in der Beschreibung, wenn ihr nicht sowieso dort, von dort kommt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.